Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Hardcore Skyblocks hier bei der automatischen Zerbröselmaschine, die ganz viel Ohrs macht. Und dahin steht der Fischkopf. Juhu! Ich mache hier Sachen. Ich bin irritiert. Hallo, was? Hat's nicht mal was an? Nee. Okay. Ich war schon immer nackt. Und das ist auch das gut so. Das war das, was mich immer so erotisch angezogen hat. Jetzt weiß ich's wieder. Erotisch angezogen, Alter, was ist denn mit dir? Schwierig halt. Naja, geht so. Bin ja Fleischhammer geschädigt, also nicht geschädigt, im positiven Sinne geschädigt. Und deswegen, ich denke immer nackt und einsam. Oh Mann, erzähl doch mal die Geschichte, wie ihr euch getroffen habt. Das könnte ich mal erzählen, aber die Zuschauer kennen das ja schon zu Genüge. Und du willst mich nur auf die falsche Fährte treffen, so dass, falsche Fährte treffen? Ich glaube, ich habe hier was gebaut, was falsch ist. Da bin ich von überzeugt. Shit. So, ich baue jetzt die Plattform mal aus. Und zwar, wir haben kurzes Päuschen gemacht. Und der Minjas ist ein Idiot. Das wisst ihr. Und ich habe die Plattform ja nicht ausgeleuchtet. Und das weiß der Fischkopf nicht. Und auf einmal standen die Zombies hinter uns. Ja, das war fand cool. Der Fischkopf, fand der Fischkopf jetzt nicht so witzig. Nee, ich fand das total super. Gibt's eigentlich irgendwie eine Stone-Tür? Aber rumpelt die genauso, wenn die Zombies gegenschlagen? Es gibt keine Stone-Tür, mein Freund. Ein Stone-Gatter. Mach doch einfach ein Holzgatter. Ups. Stimmt. La 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 la. Was? Oh mein Gott. Was? Es kann sein, dass ich hier gleich ein Obsidian mache. Mhm. Aber ich glaube nicht. Warte mal. Hast Input du meine Axt mir wieder weggenommen? Yes! Oh mein Gott! Was hast du denn jetzt gebaut? Du hast jetzt Sachen verpasst. Guck mal, ich habe hier ein Wett gebaut. Ja, was? Den macht man einfach aus Invar-Ingits. Und zwar 7 Stück. Und dann kippst du da, guck mal, Lava rein. Zack. Und dann kippst du da, oh, jetzt bin ich schon. Kippst du hier, machst du so. Kommst du hier rüber. Wasser. Kippst noch Wasser rein. Zack. Und dann macht es. Ja. Und plötzlich kommt da die Obsidian raus. Und das bedeutet. Wo? Mein Freundchen. Ploppt das raus oder was? Ach shit, wir brauchen noch Iron. Wir brauchen ja einen Vacuum Hopper. Nee, das ist dann da drin jetzt, und dann kannst du es rausnehmen. Jetzt liegt ein Obsidian drin. Genau. Nee, ich nehme das nicht raus, das traue ich mich nicht ran. So, okay, und dann brauchen wir noch einen normalen Hopper und da brauchen wir 5 Iron für. Und ich habe eins. Was brauchst du jetzt gerade noch? Nur für meine. Ja, du kannst ja mal nachgucken. Nee, sag mir jetzt, was du gerade machst, weil ich irritiert bin, ob ich wieder weggehen kann oder noch gucke. Hopper. Ich mach den Vacuum Hopper, das ist eine Quest und das wird uns hier sehr, sehr nützlich sein. Okay, das heißt, ich gucke jetzt in mein Questbuch, wie der Vacuum Hopper. Nee, ich gucke jetzt in meinen Bau. Vacuum Hopper. In deinen Bau? Ach, in mein Inventar und gebe ein Vakuum. Ich muss ja echt mal Shit wegtun. Oh, hier ist aber schön viel Erde. Vacuum Hopper gibt's nicht oder schreibe ich es falsch? VAC, oder? VAC. Und dann sieht man ganz schlecht, weil der so dunkel ist und klein. Ach, da, ja, da. Und der wird aus einem Obsidian, einem Trichter und einer Enderperle. Enderperle hast du übrigens bekommen? Offline, ja? Von dem Enderman, der dir deine Unschuld rauben wollte. Ja, und warum wollte der das tun? Weil du da hinten die scheiß Plattform nicht ausgeleuchtet hast. Das sagt mir doch wieder, denn jetzt weiß ich, was du tust und werde erstmal die Plattform ausleuchten, weil sonst ist schlecht. Nee, ich erleuchte erst die Plattform aus und dann. Scheiße. Jetzt kann ich hier keine Sachen mehr nehmen, weil ich so viel Shit dabei habe. So. Sand kann mal weg. So, Plattform ist ausgeleuchtet. Da kommt noch einer hin zur Sicherheit und dann gucke ich dir erstmal zu, wie du den Vacuum-Hopper baust. Du hast das Feld voll gemacht mit der Erde, die geil, ich. Geil, ne? Genau, nur weil wir können ja wir können ja so viel Erde jetzt holen, wie wir wollen. Das ist ja unglaublich geil. Sowas. Ich wollte eigentlich, aber Mais ist effektiver, oder was wollen wir mit dem Korn? Ist ja Quatsch, ne? Ja, man kann mit den Karotten, kennst du halt auch. Weißt du, was verstört worden ist in der Folge, als ich ein Idiot war? Auch die Gießkanne. Oh, du Idiot. Ja, die ist total effektiv, aber das brauchen wir jetzt nicht. Wir wollen ja eigentlich andere Sachen machen. Ja, genau. Ich mache nur schon mal schnell noch hier den Saft fertig, weil der Saft ist, glaube ich, ganz gut, der Karottensaft. Und ich mache das immer heimlich, denn du kriegst das immer nicht mit. Aber wir haben hier in der Kiste, haben wir schon über ein Stack von dem Carrot Juice. Das ist doch super. Das Problem ist aber hier, das Ding produziert Gravel und spotzt es hin und es, weißt du, decayed. Alter, wenn du jetzt noch einmal sagst, wir bräuchten irgendwas, was das in diese Kiste zieht, dann fahr ich zu dir höchstpersönlich
und stopf dir ein Bild von dem fucking Vacuum-Hopper in dein Hals, den wir jetzt seit zwei Wochen, seit zwei Folgen machen wollen. Darf ich mir auch andere Körperregionen aussuchen bei dem Vacuum-Hopper? Unglaublich, ey. Wir müssen uns mal was ausdenken, wie wir diese Sachen hier kriegen. Okay, ich beruhige mich. Da soll ich hier noch Lava reinhauen? Ich beruhige mich. Ich packe jetzt Erde in diese Kiste hier. Siehst du mich? Guck mich mal an. Hier, ich springe gerade wie so ein Vollhorst. Ich höre jetzt auf. So, jetzt. Ja. Pack jetzt da die Erde hier rein. Mhm. Falls du die gleich suchst für deine komische Baumform da hinten. Dann esse ich noch einen Saft. Also wenn du den, pass mal auf, du baust den fertig und ich baue die Plattform weiter, weil sonst wird das nichts. Marit. Ich muss hier noch so ein bisschen Iron Ore hin und her quatschen. So, das sind 23 gewesen. Habe ich das aus Versehen wieder weggepackt? Und hier habe ich 1, 2, hier ist nur 1. 3, warum? 4, 5, Also schwierig. Bitte was? Wo? Ich hatte doch super viel von dem Zeug gerade eben noch. Oh oh. Ah, okay. Alles klar. Das war knapp. Dann machen wir noch sowas hier. Und dann nehmen wir auch, wenn du die Plattform da hinten fertig hast, ne? Dann bauen wir hier die Erde weg. Bist du noch am Leben, ja? Wenn er überlegt, das ist immer so leise, ne? 3, 8, 6, 7, Minjas? Ja, ich bin noch da. Ich bin nur kurz die Grundform am Abzählen, da kondensiere ich mich. Verstehst du? Ich bin die Grundform am Abzählen, Alter. Broken Iron. Überlege ich gerade, wenn ich. Ich überlege gerade, und zwar, wenn wir eine Erde draufsetzen wollen, dann nützt mir ja der Steinzaun nichts. Das heißt, ich muss den Steinzaun um eins höher ziehen. Das kann ich machen. Ich habe nicht zugehört. Ist ja. Ich will ja einen Steinzaun rumziehen, damit wir hier nicht runterplumpsen von der Plattform. Ja. Auch nicht von der von der Baumplattform. Ja. Ja? Und, wenn ich jetzt noch das Ganze mit Erde befülle, weil du ja sagtest, wir füllen das Ganze mit Erde, um das später gegebenenfalls wieder abbauen zu können. Ja. Dann muss ich ja den Zaun um 2 hochziehen. Ja, das ist richtig. Ich finde, du musst auch gar keinen Zaun machen. Doch. Weil wir doch die harten Hunde sind. Erinnerst du dich? Aber nach den letzten 2-3 Folgen. Ja, gut. Wo die Tode sich. Ja, gut. Wer war das denn nochmal? Wir hatten übrigens die ganze Zeit schon genug Iron. Was? Wir hatten ganze Zeit, wie genügend Iron? Na, ich habe jetzt die ganze Zeit Iron gemacht, aber dabei hatten wir noch genau 4 Ingots, die wir brauchen. Ist egal. Du meinst jetzt genügend Iron für den Hopper. Ja. Jetzt haben wir 5. Na gut, aber wenn das Ding jetzt, ernsthaft, wenn wir so eine Produktionskette jetzt bauen können, praktisch. Also, sag mal, was mir gerade auffällt, ich werde meinen Satz auch gleich zu Ende ganz bringen. Ganz bestimmt wirst du den zu Ende bringen. Ich freue mich drauf. Du Arsch. Factorio. Ja. Produktionsketten. Ja. Das ist doch nichts anderes, oder? Es ist ähnlich. Es hat davon was, aber also als ich Factorio damals gespielt habe, habe ich ja noch erzählt. Das erinnert mich halt an Modpacks von Minecraft. Oh mein Gott, das, Manias. Das hast du. Bitte, was? Hast du ein Vakuum-Dings gebaut? Ich wäre gern dabei, wenn du ihn positioniert hast. Wie setze ich den denn da drauf? Du musst nebendran bauen, genauso wie das fällt ja unten raus, der Kram, oder? Ah, oder ich glaube, es geht. Hast du ihn jetzt schon gesetzt, ohne mir Bescheid zu geben? Ja. Wow, jetzt bin ich ohne Shift gelaufen, das wäre fast mein nächster Tod gewesen. Hätte ich nicht aus dem Auge. Ja, das scheint zu funktionieren übrigens. Du hast jetzt den Vakuumierer hast jetzt an die Seite gestellt. Ich habe ihn über diese Kiste gesetzt und ich glaube, der saugt mindestens 3 oder 4 Blöcke weit. Shit, ich kann es jetzt gerade nicht. Über welche Kiste? Über die Iron-Kiste. Also die Ore-Kiste, die daneben ist. Ach so, und der Vakuumierer zieht direkt auch in eine Kiste rein, wo er schon sitzt. Ja. Also wenn eine Kiste in der Nähe ist, wird er da reinsaugen. Richtig. Das ist der Grund, warum der da ist. Weil sonst würde der nicht so viel Sinn machen. Muss größer werden, oder? Wenn du mal gucken magst. Ich habe jetzt 4x4. Also. Warte. Unser
automatischer Klickdings da ist gerade arbeitslos. Den muss ich mal ganz kurz ein bisschen Gravel rein hinterher schieben. Kannst du mal den Ding hier weghacken? Das Teil, was hier, Ach shit, jetzt hat er hier das eingesaugt. Hä? Kannst du mal. Nein, ich kann gerade nicht! So. Kannst du mal? Warte mal, was willst du denn? Ah, was ist denn das? Das ist der automatische Einsauger? Genau. Ach, du hast ihn an die Wand, an den Baum rangesetzt. Ja, weil ich ihn nicht auf die Kiste setzen konnte. Beziehungsweise ja. Kann ich das vielleicht mit Shift machen. Ich guck mal nach. Macht der das gerade? Oh! Der ist aber da drin. Der war nicht, genau, der war nicht auf die Kiste. Oh, wo ist er? Habe ich ihn kaputt gemacht? Hast du den eingesammelt? Nein, doch. Oh mein Gott. Oh. Soll ich ihn setzen? Versuch ihn mal, wenn du Shift gedrückt hältst. Ja, ich weiß, das kenne ich. Habe ich jetzt auf die Kiste gesetzt. Also, effektiv, ich habe auf die Kiste gezielt. Ja, dann hättest du ihn auch hier hinsetzen können, aber ich glaube, es geht beides. Jetzt können wir das nicht sehen, oder? Siehst du irgendwelche Zahlen größer werden? Nein. Mach nochmal weg. Ah, warte mal. Hier, Item Outputs. Hier kann man auswählen. Ah! Und da ist die Kiste jetzt angezeigt. Nee, warte mal, es ist... Oder? Ich muss hier irgendwie auswählen, dass er halt unter sich... Das geht aber nicht. Wie macht man das denn? Wenn ich hier draufklicke, geht irgendein... Da geht was an. Ja, da kannst du so einen Schniepel anwählen. Was? Ah, hier, okay. Hier kannst du rechts oder links. Aber wie kann ich denn von unten? Na, der Schniepel zeigt an, wohin er das hintut, weißt du? Ah, okay. Pass mal auf, dann machen wir das anders. Mal nach unten, oder? Hab ich ihn jetzt? Nee, weil ich voll bin. Hast du den jetzt eingesammelt? Da ist er noch. Warte. Ich hab ihn. Hast du ihn? Wohin setzen? Jetzt setz ihn mal hier daneben, neben die Kiste. Aber so, dass du von hier aus das machst. So. Stell ich hier drauf, genau. Und dann guckst du da unten auf den Boden. Und jetzt müsste man den anklicken können. Kiste vor. Nee. Kiste rechts. So. Nee, jetzt ist richtig. Jetzt Richtung Kiste. Jetzt müsste er automatisch. In die Kiste rein. Ich gucke. Also hier kommt halt nichts rein. Ist da überhaupt noch Gravel drin? Ja. Ah! Ja, sieht gut aus. Warte, in der Kiste? Gucke. Irgendwelche Zahlen müssten sich jetzt hier ändern, ne? Warte, jetzt? Ja, 45. Ja, es funktioniert. Ja. Gut. Ja. Und Quest. Ach so, nee, wir brauchen noch den Accumulator. Der ist aber auch total einfach. Warte, guck ich mir an. Willst du den mal bauen? Könnte ich mal machen. Akkumulator. Akkumulator E. Also pass auf. Was ist das für ein Geräusch? Ich hab nichts gehört. Okay, Akkumulator. Also, ein Eimer muss ich bauen. Zweimal Glas. Ja, muss auch einen neuen bauen. Pass mal auf, wir haben, was wir schon haben, ist, wir haben Glas. Ja, wir haben Eisen. Haben wir nur einen. Da musst du dir Eisen, die musst du dir hier rausholen. Da habe ich jetzt ein bisschen was gespolzen. Ich aktiviere das mal, du musst jetzt nur noch vorne rausholen. Accumulator, so, pass auf, und wir haben auch Machine Frames, die haben wir irgendwann ganz früh gekriegt. Als Reward. Okay. Ich weiß aber nicht, wo die sind. Oh. Ah, hier, okay. Hier sind 32 Stück drin. Da brauchst du aber auch nur einen, ne? Ich brauche 3 Eisen. Ach, da war noch ein Eisen mehr, oder was? Na, was ist ja. Aluminium ist das. Okay. Ich mach mal. Und dann hast du hier, hast du noch diese Swirling Glass Dinger. Die kannst du auch benutzen. So, und ich baue dir so lange, ein Pneumatic Servo. Einmal habe ich hergestellt. Und ich muss den Machine, also ein Gold, 4-mal Glas und Stahl. Ah ne, Iron geht auch. Also ich brauch noch 4-mal Iron. Warte mal, also dieses Pneumatic-Ding da, das unten, das baue ich dir. Ja, und ich baue den Machine Frame. Den haben wir doch, habe ich doch gerade erzählt. Okay, und dann brauchen wir noch 2 Tin-Ingots. Genau, und die musst du dir da rausschmelzen. Ja. Mache ich mir, wo ist denn Tin? Aluminium, Tin. Oh, hoffentlich haben wir. Oh, oh. Ah, okay. Was denn? Alles gut. Jetzt müsste ich ja alles haben, oder? So, jetzt haben wir alles. Tin-Ingots. Achso, Mann, ich muss das Glas holen und die. Hast du. Sind die Eisenbahn hin? Wofür brauchst du Eisen? Dings draus gemacht. Nee, vergiss es. Glas.
So, hier an den. Wo bist du? An welchem Tisch? An dem habe ich dir das Ding schon mal hingebastelt. Hier links. Was? Habe ich dir schon mal den Pneumatic-Dings reingelegt? Ah ja, genau, das wollte ich wissen. So, jetzt will ich. Wie kann ich wieder umschalten, dass ich wieder die normale Ansicht habe? Was? Von was? Ich habe jetzt hier irgendwie. So. Glas. Gut. Tin. Gut. Eimer. Ups. Falsch. Ach, Gold. Und? Hast du Gold? Wieso Gold? In die Mitte. Nee, da muss das Maschinending hin. Hast du ein Maschinending? Du. Hast du es? Ja, Moment, habe ich. Okay. Maschinending. Juhu! Ich weiß nicht, was das macht. Wir müssen uns das mal angucken. Okay, jetzt holen wir uns erstmal das Quest ab. Okay, cool. Ist halt einfach. Claim Reward. Oh, neue Quest. Oh nein, weißt du, was ich gekriegt habe? Nee. 2.386.000 bunte Steine. Weißt du, was ich gekriegt habe? Hm. Okay, das sind nur die Rohlinge. Da muss man auch andere Sachen reintun. Aber wir haben Firework, yay! Wo mache ich jetzt die bunten Steine rein? Ey, mit bunten Steinen können wir so viel Shit machen, ne? Ja, bunte Steine finde ich hässlich, ehrlich. Oh, ich mach damit einen Keller. Komm her, pass auf. Wohin? Darf ich die bunten Steine, dass du sie nimmst? Ja, tu sie hier in die Kiste. Das wird nicht reichen. Dann bauen wir eine neue Kiste. Oh mein Gott, ist so viel passiert in letzter Zeit. Und wir haben hier auch noch dieses Wett, womit wir Obsidian machen können. Weißt du, was das heißt? Hm? Wir können in den fucking Nether. Schwischwaschwu. Ich hab noch einen. Ach, ich hab den Akku. Was macht der nochmal, dieser Akku-Dings da? Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir nachgucken. Setz den mal irgendwo hin. Okay, ich baue den. Und wenn er böse Dinge tut? Weiß ich nicht. Der wird schon klappen. Tu den mal irgendwo hin. Hab ich. Ups. Akku-Configuration. Aqueous Accumulator. Okay, ich bin raus. Wasser rein. Zu kompliziert. Ich mach jetzt erstmal meine Plattform weiter. Okay. Jo. Jetzt überlege ich nur gerade. Soll ich es noch größer machen? Oh, shit! Was passiert? Nix, alles gut. Oh. Wasser gesetzt. Kurze Frage. Ja. Guck mal bitte die Plattform an. Die ist zu klein, wa? Die. Ich komm mal rüber. Mhm. Ich guck mir das jetzt mal an. Kann auf also jeden Fall erstens, finde ich, bist du schon ganz schön groß und kannst es selber entscheiden. Und zweitens ist die völlig in Ordnung, man kann die immer noch größer machen dann. Nee, jetzt mache ich sie direkt größer. Okay, hast mich. Fresse, da war ein Enderman, der ist hier im Wasserfall runter oder ein Dings. Muss ich immer gucken, ey, das ist so. Ungerade. Fracht er noch immer, weißt du. Mann. So, wir haben hier einen Gummibaum. Wofür war der nochmal? Ich weiß es nicht. Wir haben neue Quests. Ja, darf ich Plattform weiterbauen oder Quest gucken? Mach mal weiter. Ich gucke hier einfach mal nach. Unpowered automation, while good for the environment, is not going to be enough to progress through the map. You will need to supply power to machines to continue. RF is the energy system for this pack. Also hier haben wir wahrscheinlich Steam Dynamo. Also so eine Art Dampfmaschine. Steam-Dynamo. Steam, kennst du. Oh, da brauchen wir ganz schön viel Copper. Da, wo Minecraft nicht drüber läuft. Ey, das Ding ist schnell gebaut, einigermaßen. Und Microsoft Live, oder wie das Ding da hieß, was früher mal Windows, Games for Windows, gibt's ja nicht, sonst würde wahrscheinlich eben Minecraft da drüber laufen. Ich habe gerade schwer nicht zugehört, weil ich was Lustiges gefunden habe. Ich habe was Lustiges gesagt und dann hörst du mir nicht zu. Nee, weil, habe ich schon gehört. Minecraft wurde doch von Microsoft gekauft, ja, richtig? Ja, ja. Habe ich doch richtig in Erinnerung. Richtig. Und wenn es Windows Live noch gäbe, Games for Windows Live Gedöns, Drecksplattform? Ja. Dann würde es da drüber laufen. Achso, dann läuft es jetzt über das Xbox. Aber Live wurde doch jetzt abgesetzt, Windows Live. Es werden noch Spiele extra auf Steam rüber. Hinter dir jetzt irgendwas, guck mal eben. Ah, Gott. Was hast denn du hier? Ist das so eine Maske, die in den Bereich roter Ball im Mund mit Lederriemen fällt? Ein bisschen. Ich habe eben Enderman gekillt. Und da kam das raus? Ja, da kam das raus. Geil, ne?
Hey, irgendwie ist an meinem Schwert irgendwas kaputt. Wieso? Das ist nicht mehr ganz weiß. Das ist in der Mitte, ist das jetzt so eisenmäßig. Okay. Soll ich mal dieses Ding da bauen? Und wir wissen immer noch nicht, was der Accumulator macht. Das kriegen wir aber raus. Nee, Herr Tutorial. Bitte? Entschuldigung, ja? Was? Herr Tutorial? Dann der ist ein Tutorial, da ist eine Information. Extracts water from its surroundings. Wie, der entfeuchtet die Luft oder was? Irgendwie sowas. Der sammelt gerade Wasser. Also ich hatte ja eben Wasser daneben gebaut, ne? Ja. Und da hat er Wasser draus gezogen. Ach, der zieht jetzt auch so Wasser. Guck mal, aus dem Nichts. Aus dem Nichts, das heißt, er stellt Wasser her. Ja. Naja, das ist ja sinnlos, ne? Na, was heißt sinnlos? Ich glaube, da kann man noch andere Sachen mitmachen. Redstone Control. Also ich finde es ein bisschen abgefahren. Ja, aber Wasser raus. Ja, wir wissen doch noch gar nicht, ob das alles ist, was er macht. Vielleicht macht er ja noch ganz viel. Wahrscheinlich mehr machen. Hast du mal das Ding angeguckt? Da kannst du irgendwas hin und her schalten und. So, Copper. Vielleicht schaffe ich es ja noch, Copper zu machen. Nein, schade, die Folge ist eigentlich vorbei, ne? Ja, die Folge ist vorbei. Oh. Das ist so ärgerlich. Man denkt immer. Voll ärgerlich. Aber Stunden. Wir sind auch voll im Spielfluss. Noch, wir können auch einfach gar also, nichts. Man hat aber auch immer so viel zu tun. Viel zu viel. Absolut. Ja, dann musst du jetzt Tschüss sagen. Ich mach das nicht. Ich will nicht, dass die Folge vorbei ist. Ach, shit, jetzt sammelt hier der Vacuum alles an. Es gibt jetzt Hasskommentare. Aber mein Cobblestone ist auch out of order. Out of Cobblestone. Oh nein, ich verhunger. Ich hab noch ein Leben. Ein Schenkel. Müssen essen. Schleppen. Zu Fischkopf. Oh mein Gott, stirbst du jetzt schon wieder? Ja, ich hab doch hier gesagt. Hast du Essen dabei? Nein. Hier, trink das! Schnell! Jetzt hab ich nichts. Ah, da hab ich. Meine Ich dachte gerade, ich wäre schon wieder. Oh nein, Ninjas! Was ist los? So, ich bin wieder frisch, alles gut. Nee, was war? Keine Ahnung. Alter. Hier brennt Popcorn ein. Ich hol mir jetzt einfach mal Popcorn. Nimm dir Saft. Ja. Denn Saft schafft Kraft. Die Folge ist zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall zur nächsten Folge von Hardcore Skyblocks wieder, wenn ich Hardcore spiele und sinnlos den Saft fresse, obwohl ich schon satt bin. Cool. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Boah, das sieht so krass aus.